Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OrgaTV. Wie immer an dieser Stelle mit Shaila und Mani. Unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen des Sommers. Schöne Temperaturen, schön warm, toller Sonnenschein. Heute leider nicht der Fall, aber wir freuen uns trotzdem riesig drauf. Und deswegen für euch heute in unserer Sendung rumgeflitzt mit Streetcards durch die Lande. Durchgestartet mit dem Boot auf Erkundungstour. Gestrandet mitten in Saarbrücken ein Häufchen Strand. Ja, das ist aber nicht alles, denn passend zum Sommer gibt es heute für euch Cocktails. Das heißt nicht für euch, sondern nur für uns. Shaila und ich sind nämlich auf der Suche nach dem optimalen OrgaTV-Cocktail und dafür haben wir eine spärliche, aber doch recht gute Auswahl an Getränken hier. Außerdem, wie ihr seht, haben wir hier den Grill aufgebaut. Auch das nicht für euch, nur für uns. Gehört zum Sommer dazu, vor allem im Saarland grillen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass wir heute keinen Schwenker hier aufbauen konnten im Studio. Ich weiß, für Saarländer ist der Elektrogrill eigentlich tabu, aber bitte heute mal drüber hinwegsehen. Aber weswegen wir heute eigentlich hier sind, sind Cocktails, ne? Shaila? Unter anderem natürlich auch Cocktails. Und wir können ja mal versuchen, unsere Spezialcocktails hier selbst zu kreieren. Was ist denn sonst dein Lieblingscocktail? Erzähl mal, ich dreh mal ein bisschen das Fleisch. Ne? Meine Lieblingscocktails, die müssen fruchtig sein, aber man darf den Alkohol nicht so rausschmecken und nicht so sahnig. Und welche sind das genau? Also ich meine, jeder hat ja irgendwelche von den gängigen Cocktails, die er gerne trinkt. Was ist das bei dir? Mein Lieblingscocktail heißt Cinderella. Sagt dir was? Nee, ich kenne nur Sex on the Beach, aber... Ja, das war natürlich klar. Nein, Cinderella ist ein typischer Mädchencocktail, weil dann schmeckt man den kann man mit und ohne Alkohol bestellen und den schmeckt man dann nicht so raus. Und was ist da drin? Jede Menge Säfte und Rum. Wo trinkt man den in Saarbrücken am besten oder im Saarland? Im Manhattan. Im Manhattan. Das Manhattan ist welche? Wo nochmal? Das Manhattan ist neben Café Becker am Markt. Ach stimmt, da trinke ich immer nur diese Heineken-Eimer. Kennst du die? Ein Eimer Heineken? Das war klar, dass du wieder total niveaulos... Wo Heineken nicht ist. Prost, ne? Ihr wisst ja, zum Sommer gehört auch Bier. Ich weiß gar nicht, wo ich am liebsten Cocktails trinke. Wobei Saarbrücken hat schon so ein paar gute Cocktails. Welche trinkst du denn am liebsten? Mehr so die Klassiker, so Cuba Libre oder White Russian. Ja, gut, das ist wahrscheinlich auch alles, was du kennst, ne? Nein. Sex on the Beach kenne ich ja noch, ja, habe ich ja gesagt. So, und dann machen wir noch ein Mojito dabei und dann war's das Mojito, auch. Also Köpperin ja sehr gern. Mojito ist so... Oh, ach, im Feinkost Schmidt gibt's den, wer ist denn der? Tante Schmidt, Onkel Emma, keine Ahnung. Das ist so eine Mischung zwischen Caipirinha und Mojito und mit Orange statt Limetten. Den finde ich auch richtig gut. Habe ich noch nicht probiert. Das empfehle ich dir. Das ist ein kleiner Tipp für all die, die noch nie im Feinkost waren oder immer schon da waren, aber nur Bier trinken. Probiert den mal. Also irgendwas mit Frau Schmidt oder so. Ja, aber ich würde sagen, du könntest mir doch mal... Ich soll dir mal einen Cocktail mixen, willst richtig, du sagen wahrscheinlich. Richtig. So, wie war das? Fruchtig und nicht zu viel Alkohol, ne? Genau. Ich muss ja auch noch fahren. Nein, ich fahre nicht mehr heute. Na gut, dann mit was soll ich anfangen? Such dir ein Getränk raus. Was soll die Grundlage sein? Wodka? Havanna, bitte. Havanna, ja. Havanna. Gute Wahl. Havanna mag ich sehr in Cuba Libre. Denk an die Regie. Havanna ist wirklich ein Julia mag auch sehr gerne Havanna. Ja, die kriegt später einen gemacht. So, während ich hier den Cocktail mixe, schaut ihr euch aber erst einmal die News von und mit unserem bezaubernden Moderator Christian Mühler an. Hacker festgenommen. Sie gehörten zu den aktivsten Hackern im Netz, doch nun wurden in Spanien insgesamt 5 Jugendliche verhaftet, die in den letzten Jahren rund 21.000 Webseiten angegriffen haben sollen. 2 der Festgenommenen seien erst 16 Jahre alt, so die Polizei.
Die Jugendlichen haben ihre Aktionen im Netz koordiniert, sich persönlich jedoch nie gekannt. Zumeist ging es den Beschuldigten darum, Inhalte der angegriffenen Seiten zu verändern. Alternative an Yahoo. Microsoft und Yahoo reden wieder miteinander. Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch bietet Microsoft Yahoo Medienberichten zufolge jetzt eine Alternative zur kompletten Übernahme. So sei eine strategische Zusammenarbeit in den Geschäftsfeldern Online-Suche und Werbung denkbar. Genauere Details ließ Microsoft jedoch noch nicht verlauten, schlossen jedoch gleichzeitig nicht aus, abermals ein Übernahmeangebot auf den Tisch zu legen. Kaffeekränzchen unter Starkstrom. Selbstverteidigung ist kein Relikt aus dem Wilden Westen, sondern ein ganz aktuelles Thema. Statt der bekannten Tupper-Partys werden nun in den USA sogenannte Taser-Partys veranstaltet. Taser-Guns sind Elektroschocker, die mit bis zu 30.000 Volt einen potenziellen Angreifer ausschalten. DSDS verabschiedet sich stark. Das große Finale der Castingshow Deutschland sucht den Superstar hat erwartungsgemäß die höchste Wochenendquote eingefahren. 3,28 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schauten sich die Show an. Der Marktanteil lag bei 30,9%. Der Sender RTL schlug bereits am Freitag mit seinem Quotenhit Wer wird Millionär mit Günther Jauch den Rivalen ProSieben. So, wir sind zurück hier im Studio. Wie ihr seht, Manuel ist gerade dabei, mir einen leckeren Cocktail zu mixen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich traue ihm das ehrlich gesagt nicht zu. Und hoffe, dass er schmecken wird, Manuel. Ich habe extra vorsichtig geschüttelt, weil in der Probe was beim Schütteln schief ging. Ich vertraue dem Ding nicht so, ich benutze das normal auch nicht. In der Probe heißt es, du hast den Cocktail schon mal gemacht? Oder? Nein, nur in der Schüttelprobe. Ich habe vorher noch keinen Cocktail mit diesen Zutaten hier gemixt, das gebe ich ehrlich zu. Normalerweise gießt man es ja hier raus, soviel ich weiß, ne? Ja, ich glaube schon. Machen gute Barkeeper ja. So. Ich bin mehr so der Brachiale. Die werfen aber auch hier dieses Ding in die Luft. Und. Ja, das ist natürlich alles, Welchen Strohhalm magst du denn? Ich habe extra Strohhalme besorgt. Komm her, dann kriegst du hier noch einen Schluck rein. Wir sehen uns diese Farbe an. Der sieht doch vor allem sehr... Das ist kein Cocktail, den man in Manhattan serviert bekommt. Also es geht heute nicht ums Aussehen, es geht nur um den Geschmack. Ums Aussehen deswegen nicht, weil wir könnten ja auch so noch, keine Ahnung, frische Ananas und so dranstecken oder sowas. Ne? Was willst du für einen? Ich hätte rot oder einen grün? Roten. Gut, hier ist der grüne. Vielen Dank. Ach so, rot wolltest du, ne? Ja, rot. Können wir tauschen schnell. Lecker. Dann mal Prost. 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 Leute, ich rate euch nicht, einen Cocktail von Manuel zu probieren. Also, der ist nämlich nicht lecker. Also ich will nicht, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass das der beste Cocktail ist, den ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Der ist weder fruchtig, man schmeckt den Alkohol, ich glaube, da ist nur Alkohol drin. Der ist eigentlich ganz, also für meine Verhältnisse ist er noch ganz mild. Noch hat er eine schöne Farbe. Und bei den Zutaten habe ich gesehen, die er da reingekippt hat, das kann nichts werden. Ja, dann verrat doch mal, was drin ist in meinem ersten Versuch für den perfekten Orga-TV-Cocktail. Hat dein Cocktail eigentlich einen Namen? Ja, der perfekte Orga-TV-Cocktail, erster Versuch. Ja. Okay, das ist der perfekte Orga-TV-Cocktail, erster Versuch. Ich werde versuchen, das besser zu machen. Was ist denn drin? Also erstmal für die Zuschauer zum Nachahmen. Es ist vor allem dieser sehr leckere Havanna Club schon erwähnt. Dann jede Menge Ananas-Zitronensaft, der aber irgendwie nicht zur Geltung kommt. Ich kann ihn nicht schmecken, nein. Dann Aprikose-Orange-Maracuja-Saft. Und jede Menge Cola. Es war jetzt ja mal ein Versuch, weil Cuba Libre ist ja sehr lecker, deswegen habe ich noch einen Schuss Cola reingemacht. Ja, ne? Das ist das mit einem Schuss Cola, das kenne ich von einem meiner Lieblings-Whisky-Mix-Getränke. Und zwar Jackie Cola. Fast. Whisky mit Apfelsaft und einen Schuss Cola. Das schmeckt auch ganz lecker. Das ist ja mal kreativ. Whisky mit Apfelsaft, nein. Nein, es kommt auf den Schuss Cola an. Der macht das alles noch. Wobei Whisky, man muss sagen, guten Whisky trinkt man natürlich nur pur. Gut, genauso wie man in einen guten Cocktail auch nur hochwertige Säfte reingibt, die wir auch hier gerade servieren. Ja, der Cocktail hier nicht schmeckt, stelle ich ihn einfach zur Seite und drehe ihn nachher der Julia an, würde ich sagen. Wieso schmeckt der dir nicht? Soll ich noch was nachschütten? Nee, danke. Ich probiere dann lieber Orga-TV-Team Cocktail Nummer 2. Nee, Versuch jetzt, Nummer 2. Jetzt habe ich versehentlich mit der Nudelzange in deine Wurst reingestochen, aber... Das ist eine Nudelzange. Wo hast du die denn her? Ich glaube, die hast du mitgebracht. Ich glaube, die ist von dir und die wolltest du mir als Grillzange unterjubeln. Naja. Naja, gut. Ja.
Ja, das Manuel, was gehört denn eigentlich zum Sommer noch mit so dazu, so zu den Aktivitäten? Erzähl mal. Urlaub. Urlaub, was denn noch? Gehst du in Urlaub in diesem Jahr? Studenten haben kein Geld, nein, wahrscheinlich nein, nicht. Nein, echt nicht? Wieso nein. nicht? Weil Studenten kein Geld haben. Hm. Auch nicht so eine Pauschalreise, last minute, eine Woche Ballermann oder so, im Zwei-Sterne-Hotel. Da denke ich drüber nach, aber ich wollte jetzt nicht auf den Urlaub hinaus, ich wollte auf was, wenn man nicht in Urlaub fährt. Ach so, ich weiß schon. Mhm. Ich weiß, du wolltest damit sagen, dass du den nächsten Cocktail machst. Genau. Während ich ein bisschen philosophiere, was man im Sommer alles Tolles machen kann draußen. Richtig. Eine tolle Sache, die ich wirklich super mega toll finde, weil ich so ein kleiner Rennfanatiker bin und alles, was fährt, motorisiert ist, finde ich gut, solange es so ein bisschen Speed hat. Deswegen schaut euch mal an, wir waren mit Streetcars im Land unterwegs und das hat riesigen Spaß gemacht. Was gibt es im Sommer Besseres als Freiluftaktivitäten? Schwimmbad oder lange Spaziergänge sind natürlich nichts für die Adrenalin-Junkies von OrgaTV. Unser Team hat sich die Karts von MyStreetCarts in Waldmoor geschnappt und das Saarland aufgemischt. Mit 90 Sachen durch Homburg und Umgebung rasen und den Wind um die Ohren spüren. Seht selbst, wie es Manuel, Scheiler und Chris ergangen ist. Die, 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 die. You're gonna die. Whoa.
Scheiler, was macht mein Cocktail? Der wird und guck mal, ich schüttle und da kommt nichts raus, anders wie bei dir. Dafür ist mein Essen schon fertig, ja, weil du ja wieder hier nur deine Käsegriller wolltest. Pass auf, und du wirst dich wundern. Ja, wir hatten eigentlich den Ketchup vergessen. War das der gleiche, der den Kartoffelsalat und die Dips vergessen hat? Ich glaube, den Ketchup hast du vergessen. Du hattest dir doch ich besonders... Ich habe nie gesagt, jemanden, dass ich jemanden mitbringe. So. Nö, sollte ich, hätte ich. Ich erst mal, ne? Ja, ess du mal, lass es dir schmecken. Bitte nicht in meinen erfundenen Cocktail rein. Mhm. Der Cocktail bekommt von mir auch einen Namen. Mhm. Und zwar benenne ich den Geres-Cocktail. Weil ich assoziiere damit irgendwie den Björn. Der ist fruchtig, sieht charmant aus. Und ich glaube, er kann was. Ich hätte gern einen. Wir müssen irgendwann mal diesen Mann hinter den Kulissen mal zeigen, damit jeder weiß. Mein Nachrichtensprecher Christian Müller ist klar, wie attraktiv der ist. Aber bei Bernd Gieres in der Regie weiß man das noch nicht. Welche Farbe dieses Mal? Ich hätte jetzt gerne einen grünen Strohhalm. Einen grünen, okay. Für dich? Jetzt für mich. Warum bekomme ich das Glas mit dem weniger? Na gut. Achso, dann tauschen wir. Nee. Ja, nee. Gut, tauschen wir. Nein, ich möchte nicht tauschen. So. Boah, da kannst du echt einen Diabetiker mitlehnen, ey. Boah. Danke fürs Kompliment. Ich finde ihn sehr erfrischend. Also er ist auf jeden Fall mal sehr fruchtig. Ist da überhaupt Alkohol drin? Also nicht, dass ich Alkohol bräuchte. Ich habe doch eben betont, dass ich Cocktails mag, wo man Alkohol nicht direkt rausschmeckt, weil dann kann man mehr davon trinken. Boah, was ist denn da alles drin? Erklär jetzt ich mal bitte. Ich höre gerade von unserem Aufnahmeleiter Müller, es wäre ein Mädchencocktail. Da ja, muss genau, ich das, aber, ist, das ist auch wirklich ein Mädchencocktail. Ja, aber das aus dem Mund von Christian finde ich ein bisschen lächerlich, weil, wie du gerade eben oder wie wir alle beim Kartfahren sehen konnten, wo war Christian Müller? Ey, Kartfahren hat mega Spaß gemacht, oder? Ja, weil das Mädchen ist nämlich vorausgefahren. Habt ihr das gesehen? Welches Mädchen jetzt? Du? Aber ich habe dich doch überholt ständig. Da habe ich langsam gemacht. Damit ich habe langsam gemacht, damit du mich überholen kannst, damit ich was zu filmen habe. Wir belassen es dabei. Nee, ist egal. Hat aber wirklich Spaß gemacht, hat oder? War mal wirklich was anderes. Die Investition hat sich wirklich gelohnt, ja. Empfehle ich euch echt. Ich überlege mir sogar, ob ich so ein Ding kaufen soll. Und was kostet das denn? Neu, glaube ich, 5.000 oder so, aber und so viel hast gebraucht du? Kann man eineinhalb. Na gut, dann fahre ich eben nicht nach Kuba in Urlaub in diesem Jahr, ne? Aber ich glaube, dann gönne ich mir lieber Kuba als das Ding. Kann ich mir immer noch kaufen, wenn ich später reich und berühmt bin und, keine Ahnung, statt Peter Klöppel die Fäden bei RTL ziehe. Deine Wurst, oh, deine Wurst schießt schon. Hörst du es schon? Ich glaube, die kannst du bald essen. Meine Wurst. Das eigentliche Motto von dieser Sendung ist ja... Wurst. Ne? Ist Cocktail, nein, ja. Und nein. Der ist einfach... Ist nicht nur Cocktail, nicht nur Wurst, sondern auch Sommer. Und was gehört zum Sommer noch dazu? Gehen. Schwimmen gehört zum Sommer, ne? Schwimmen, aber was, also Wasser. Was ist noch besser als Schwimmen? Im Whirlpool sitzen, Cocktails trinken was und schwimmen. Was hat PS und ist noch cooler als Schwimmen und Cocktail? Und Jetski. Ein Jetski, das wäre eine Möglichkeit.
Nee, das ist eine Möglichkeit. Jetski fahren ist echt geil. Schon mal gemacht? Jetski, nein. Kann man auch, glaube ich, hier in Saarland nicht machen. Ja, aber ich habe auch auf der Mosel ist, glaube ich, viel erlaubt. Wasserski bin ich mal auf der Mosel gefahren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe was Besseres gemacht. Was denn? Ich war auf der Saar, aber nicht mit Jetski. Und auch nicht so schwimmen, dreckig. Sondern? Mit dem Boot. Mit dem Boot? Mit dem Boot. Sollen wir es uns anschauen? Weil ja. Dann mache ich den nächsten Cocktail in der Zeit. Ne? Das sollten wir tun. Gut. Just woman, yeah. I'm craving for more joy. That feeling.
Mandel kaut noch genüsslich sein Schwenker, glaube ich, ist es. Mixt dabei einen weiteren Cocktail, wobei ich nicht glaube, dass der besser sein wird als der andere. Aber wir werden abwarten. Er kann leider auch noch nicht sprechen. Ich habe gerade eine Wurst gegessen und ich muss sagen, die war echt lecker. Ich weiß nicht, wo die her war, aber es war eine Käsewurst. Die war fantastisch. Es ist nicht entscheidend, wo die her ist, es ist entscheidend, wer die auf den Grill legt. Ach so, alles klar, gut. Manuel hat sie ganz super, eben hat er gesagt, gekocht. Das ist kein klassischer Schwenker, auf jeden Fall ist der mit Biermarinade angeblich laut Geschäft. Das ich jetzt nicht bewerben will, weil, wie man hier sieht, machen wir keinerlei Product Placement. Der nächste Cocktail ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ich mach dir erstmal ein bisschen Saft ins Glas. Ins Glas? Ins Glas schon mal. Ist das eine Vorsichtsmaßnahme? Ich glaube, mein Highlight und das Highlight der Zuschauer wird mein der Rocker TV Cocktail Versuch 1 sein. Der Versuch 2, und zwar nach dem Motto, kipp mal alles rein, was da ist, hat nicht so geklappt. Das ist jede Menge. Du wirst an einer Sache merken, das, was so ekelhaft hervorsticht, es ist zwar kaum was drin davon, aber es ist einfach abartig. Hey, guck mal da, jetzt hat er sogar hingekriegt, wie man das ausgibt. Achso, soll ich hier noch so ein bisschen hier so... Theoretisch hättest ich trau mich einfach nicht hier so... Ich dachte, Flaschen schmeißt man durch die Luft hier. Bei der übe ich's mal. Nein. Habe ich super gemacht, oder? Ja, das ist das... Die Cocktailmixer ging es auch nicht besser. Die machen einfach so hier und dann tschack. Nee, doch besser? Ich belächle das ganz normal. Ich bin mir nicht so sicher. Die Farbe des Strohhalms darfst du wählen. Oh, ich hätte gern einen grünen. Guck mal, ich gieße immer so ein, dass gleich viel drin ist. Ich hätte gern einen grünen Strohhalm. Einen grünen für dich, okay. Hier ist ein grüner. Gut, dass ich grün gesagt habe. Ich wollte nämlich einen gelben. Ach so, ja, wollen wir wieder tauschen. Prosten. Ja, Prost. Prost. Liebe Leute. Also so geht das sogar mit dem vielen, vielen Saft vorher, findest du nicht? Ich wollte jetzt wirklich mich anstrengen, ein ganz ekelhaftes Gesicht zu machen, aber der Cocktail ist lecker. Was? Der ist lecker? Der ist lecker. Aber Orca TV Spezialcocktail Versuch Nummer 1 fand ich jetzt viel besser. Nee, da schmeckt man keinen Alkohol, fruchtig und super. Aber das hat so ein... Ich sag jetzt... Super, dass du mich lobst. Ich sag jetzt nicht, was ich daran so eklig finde. Denn was denn? Wir haben hier was drinstehen, das nennt sich was? Kaffeelikör. Warum auch immer war ich so blöd und hab da mal reingegriffen. Hier, willst du die Kamera mal auffangen? Hier, Kaffeelikör. Lässt du Finger weglassen von dem Zeug, echt. Aber offensichtlich für Frauen optimal. Ich find's nicht so toll. Schmeckt dir echt? Ich mag den Cocktail, ja. Der ist sehr fein. Würde ich so auf die Karte setzen. Ey, das ist ja ein Lob. Ist das ein Lob? Ist das echt ein Lob? Das ist ein Lobst Lob du mich gerade? Ja. Ja. Du, echt? Dafür könnte ich ja wirklich mal überlegen. Es gibt nicht viel, was Manuel kann. Er kann auch nicht oft irgendetwas. Aber heute, dieser Cocktail ist ihm gelungen. Und die Wurst war auch gut gegrillt. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Wir sehen also meine ganzen Talente. Aber Manuel, wenn wir hier so viel Schwenker und Wurst essen, müssen wir das auch wieder abtrainieren. Ist dir schon klar. Danke fürs schlechte Gewissen machen. Vielleicht soll ich doch dann im Sommer irgendwie in so ein Sporthotel fahren, fliegen. Nee, dafür brauchst du kein Sporthotel, weil Saarbrücken bietet schon gute Gelegenheiten, Sport zu machen, draußen, dabei ein leckeres Cocktailchen schlürfen. Ja, Moment, du kannst ja wohl, ich habe nämlich gerade einen Volleyball entdeckt, das ist ja was Sportliches. Du kannst ja wohl nicht sagen, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde Sport und trinke dann wieder einen Cocktail zur Belohnung. Oh, auf dem Grill geht's rund, wie man hört. Weil das ist ja auch kontraproduktiv, also hinzugehen zu sagen, ich mache ein bisschen Sport und dann schlürfe ich einen Cocktail. Kommst du ja 0-0 raus. Ja, dann nimmst du ja nicht ab von. Trinkst ein Wasser. Das ist auch langweilig, also für ein Wasser geht es natürlich nicht vor die Tür. Aber wo kann man das denn? Was, Volleyball spielen? Volleyball spielen und dabei einen Cocktail und dabei einen Cocktail trinken, mir fällt da was ein. Ja. Du kannst Volleyball, du magst? Ich mag gerne. Ich bin Multitalent im Volleyball, vor allem der Aufschlag. Da wurde ich früher im Schwimmbad immer belächelt, weil das so süß aussieht, weil ich schmeiß den Ball hoch und dabei hebe ich das Beinchen so, weißt du, so hier so angewinkelt. Süß. Ja, süß. Ja, dann auf die haben sich echt kaputt gelacht. Volleyball spielen auf jeden Fall mitten in der Stadt in Saarbrücken Outdoor. Ja. Kann man im Potato Beach. Ja.
Was man dann noch kann, außer Volleyball spielen, das würde ich sagen, zeigen wir euch jetzt. Fernweh, doch keine Kohle für exklusiven Cluburlaub am weißen Sandstrand? Wir hätten da eine Option. Direkt in Saarbrücken könnt ihr Urlaubsfeeling pur genießen am Potato Island. Direkt unter der Bismarckbrücke wurde 2005 ein kleines Inselparadies geschaffen und wir zeigen euch die etwas andere Sommerlocation. Auf 5000 Quadratmetern Fläche werden viele unterschiedliche Aktivitäten geboten. Der Potato Beach bietet für jede Altersklasse die passende Area. Ob das kühle Bierchen im Biergarten oder ein langes Sonnenbad auf dem Strand liegen. Natürlich wurde auch an die Kleinen gedacht. Ein großzügiger Spielplatz bietet genügend Platz zum Toben. Ihr könnt euch beim Beachvolleyballspielen richtig auspowern, euch frisch machen und danach in der gemütlichen Chill-Out-Area mit Freunden relaxen. Als besonderes Goodie zur Fußball-EM 2008 könnt ihr euch mit Gleichgesinnten zum Public Viewing treffen. Die Oase mitten in Saarbrücken ist täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet und bietet die Woche über ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Dienstags könnt ihr ab 18 Uhr gemeinsam mit Tanzlehrer Ronaldo die heißesten Salsa-Moves lernen. Und mittwochs könnt ihr verschiedenen Livebands lauschen. Samstag ist dann die Lounge-Party mit DJ Thomas angesagt, der perfekte Einstieg ins Partywochenende. Die Getränkekarte bietet alles, was das Herz begehrt und für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es typisch saarländisch das Beste vom Grill. Abschließend hat uns der Kurzurlaub sehr gut gefallen und wir entspannen bei einem fruchtigen Cocktail. Lasst euch doch mal am Potato Island berieseln. So, ich habe schon mal vorgesorgt, habe uns beiden schon mal was eingeschenkt. Du darfst probieren. Ich hätte gerne einen Strohhalm. Welche Farbe diesmal? Türkis. Türkis gibt's nicht. Ja, deswegen sage ich. Wir haben noch Blau, Rot, Gelb, Grün. Ja, dann gib mir einfach irgendeinen bitte. Nein, du musst schon sagen, was ich will. Ein Grün. Hast du schon Gelb? Nee, ne? Ein Grün willst du, ne? Hier, ist für dich. Vielen Dank. Das ist der, wir kommen gar nicht mehr nach. Ja, das ist, damit man noch. Der Cocktail heißt Geres Spezial. Den gab's doch schon, da musst du schon Geres Spezial 2 nennen. Der hieß einfach nur Geres. Was ist drin? Da ist drin, ich weiß es nicht mehr, ich habe alles reingemacht, was ich finden konnte. Der schmeckt wie der erste, nur mit einem riesigen Schuss Amaretto. Richtig. Ich plansch mal hier im Alkoholreservoir rum. Fällt alles drunter und drüber. Naja, guck mal, die Flaschen fallen schon um. Das liegt daran, dass deine Füße drin sind. Das liegt wiederum daran, dass, glaube ich, du jetzt genug Alkohol zu dir genommen hast. Nicht. Und das wollen wir unseren Zuschauern nicht mehr länger. Ist noch ein Bier da? Weil ich habe ja jetzt noch was zu essen. Ich glaube, dein Käsekiller ist auch bald gut. Oh Gott, mein Teller ist voll mit Cocktailsaft. Naja, ist egal, Leute. Auf jeden Fall sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Leider. Und was noch viel, 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 viel trauriger ist, wir haben morgen die letzte Sendung hier in unserem, nicht morgen, Entschuldigung, nächste Woche, die letzte Sendung hier in unserem schönen Studio. Das ist traurig. Das ist traurig, denn dann sagen wir Tschüss. Wie es dann weitergeht, verraten wir erst nächste Woche. Nur ist es klar, ohne uns kann es nicht weitergehen. Also irgendwie vielleicht schon, aber das wäre nicht das Gleiche. Das wäre definitiv nicht das Gleiche und ich denke auch, dass die Zuschauerzahl definitiv abnehmen wird. Ich glaube auch, alle Zuschauer von Bliesmengen, Bolchen bis Bliesransbach, oh leck, war das jetzt schwer zu sprechen, ich glaube, die werden jetzt schon trauern. Vor allem die in Bliesmengen-Bolchen natürlich wieder. Meine Freunde, hallo. Dann war es das für uns diese Woche. Schaltet wieder ein nächste Woche, dann mit einer ganz tollen, lustigen, unterhaltsamen Abschlusssendung. Wieder mit uns beiden und ganz vielen anderen mehr. Mehr verraten wir jetzt noch nicht. Wir essen jetzt noch ein bisschen und trinken vielleicht auch noch ein bisschen und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, schaltet dann auch wieder ein. Ciao.